Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unseren beiden Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Chantal Hagel. Und da starte ich gleich mit der ersten Einstiegsfrage an dich, Melli. Matchday plus 2 und Matchday minus 2 befinden wir uns aktuell. Lass uns gerne den Blick nach vorne richten. Was erwartet ihr für ein Spiel gegen Südkorea? Oder was nehmt ihr euch vor? Ja, wir nehmen uns natürlich einen Sieg vor. Ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten erwarten wir spielstarke Asiatinnen. Die sind technisch immer sehr versiert. Wir wissen aber auch, wie diszipliniert sie sind. Der Trainer ist uns auch teilweise bekannt. Also er hat auch so seinen Fingerabdruck hinterlassen. Und ja, deshalb erwarten wir ein relativ schweres Spiel. Aber ja, unser voller Fokus ist auf den 3 Punkten. Chantal, noch einmal der Blick zurück, und zwar neben der Niederlage, die euch ja alle auch sichtlich enttäuscht hat, gab es eine schöne Meldung, nämlich dass 10 Millionen oder über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Deutschland das Spiel verfolgt haben. Wie habt ihr das als Mannschaft wahrgenommen? Ja, das ist eine wahnsinnig hohe Quote, und als wir die mitbekommen haben, haben wir uns natürlich riesig gefreut. Schön, dass wir so die Unterstützung haben aus Deutschland, und freut uns natürlich, wenn die Zahlen immer weiter steigen. Dann gerne Ihre Fragen bitte. Melanie Britta Carsten saß gestern hier und wir haben über die Offensive gesprochen. Sie meinte, dass es schnellere Lösungen, bessere Entscheidungen braucht, auch in der Offensive. Wie ist denn aus deiner Sicht jetzt vom Mittelfeld her dieses Offensivspiel, wie müsst ihr das anders beeinflussen oder wie könnt ihr es vielleicht auch anders beeinflussen, dass eben nicht mehr so Entscheidungshemmung entsteht, wie es jetzt gegen Kolumbien der Fall war? Ja, zum einen hat es auch was Taktisches zu tun, und da haben wir jetzt im vergangenen Spiel auch in der Halbzeit umgestellt. Ich glaube, das hat uns schon etwas geholfen, dass wir einfach mehr Spielerinnen auch in dem Angriffsdrittel positionieren. Und zum anderen haben wir das auch heute schon im Training aufgegriffen, weil uns das auch bekannt ist, dass wir da noch einige Probleme haben. Und haben da gewisse Abläufe einstudiert und Routinen erarbeitet, und dann hoffentlich klappt das dann im Spiel auch. Für uns als Mittelfeld ist eigentlich immer sehr wichtig, dass wir das Spiel verlagern von einer Seite auf die andere. Das hätten wir auch besser machen können und auch öfters machen können. Aber ansonsten hat, glaube ich, auch viel Abstimmung gefehlt. So, was möchte die Spielerin vorne vor uns? Möchte sie den Ball in den Fuß, in den Lauf? So diese Eingespieltheit. Ich glaube, dass das viel wichtiger ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie ein Mittelfeldproblem, sondern ich glaube, das war so ein Gesamtproblem. Und wir haben darüber gesprochen und, wie gesagt, auch schon daran gearbeitet. Hier eine Frage an Chantal. Südkorea hat 0 Tore und 0 Punkte. Jetzt hat Melanie eben schon so ein bisschen die Stärken herausgearbeitet. Was glaubst du denn, ist das mehr Respekt oder ein bisschen Nervosität bei euch, weil ein Sieg sollte her? Oder ist es mehr Respekt vor dem Gegner und den Stärken? Klar haben wir einen gewissen Respekt vor dem Gegner, den haben wir natürlich vor jedem Gegner, aber wir kennen unsere Stärken auch, und wir wissen jetzt auch, was wir noch besser machen aus dem letzten Spiel. Und Melli hat es gesagt, wir haben das jetzt schon aufgegriffen und wir arbeiten daran und werden es auf jeden Fall übermorgen dann auch auf den Platz bringen und da mit der nötigen Überzeugung, auch mit dem nötigen Mut nach vorne spielen und dann konsequent vorm Tor sein. Melli, mal eine Frage an dich. Du hast ja im Auftaktspiel gespielt, jetzt im zweiten Spiel nicht. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Lena Oberdorf auf dieser 6 vielleicht erstmal gesetzt ist. Würdest du sagen, sie ist eine der weltbesten Spielerinnen jetzt schon auf dieser Position? Und als 17-Jährige war sie ja schon in Frankreich dabei, wo du auch dabei warst. Wie hat sie sich seitdem nochmal entwickelt? Ja, ich finde, Obi ist auf jeden Fall eine der weltbesten Mittelfeldspielerinnen. Man hat es jetzt auch gegen Kolumbien gesehen. Sie bringt einfach eine unheimliche Wucht mit, eine Präsenz, was einer Mannschaft immer hilft. Sie hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und in den letzten 4 Jahren, finde ich, hat sie sich auch nochmal enorm entwickelt, vor allem auch Erfahrungen gesammelt, international mit der Nationalmannschaft, aber auch in der Champions League. Sie standen jetzt im Champions-League-Finale, und das prägt natürlich so junge Spielerinnen auch. Und das sieht man ja an. Sie ist voller Selbstbewusstsein und wie gesagt, eine der besten Mittelfeldspielerin, die es derzeit gibt. Vielleicht an beide Spielerinnen. Jetzt ist der Druck ja größer geworden, wie die Bundestrainerin auch sagt, nach der Niederlage. Wie geht die Mannschaft damit um im Moment?
klar, wir brauchen den Sieg und das ist auch unser Anspruch, dass wir da den Sieg übermorgen auf jeden Fall holen. Wir versuchen den Druck einfach in Energie umzumünzen, damit wir da gut in unser Spiel reinkommen. Genau, und Stand jetzt ist die Stimmung nach wie vor gut im Team. Wir haben das Spiel abgehakt, wir wussten, dass einiges noch nicht gut war, aber dass manches auch gar nicht so schlecht war und ja, blicken da positiv ins nächste Spiel. Der Druck ist da, das haben wir uns selbst zuzuschreiben, aber wir sind da total optimistisch. Vielleicht auch eine Frage an Sie beide. Wenn wir nochmal bei dieser Offensive bleiben, was verändert sich eigentlich jetzt dann aus jeweiliger Sicht, wenn eine Pop und eine Schüller gleichzeitig auf dem Platz stehen? An sich ist Lea für mich eine Stürmerin, wie man sie auch kennt, die Stürmer. Und Pop kann sich auch fallen lassen, kann auch aus der Acht agieren und ja, holt sich auch gerne die Bälle etwas tiefer ab, macht sie gut fest. Was uns helfen könnte, wenn sie sie festmacht, klatschen lässt und dann vielleicht tief auf Lea mit ihrer Schnelligkeit. Lea bringt auch eine unheimliche Qualität mit, sie ist sehr, sehr kopfballstark. Wir erwarten auch eine relativ kleine südkoreanische Mannschaft und deshalb könnte die Kopfballstärke auch entscheidend sein. Deshalb kann ich mir es auch gut vorstellen, dass ja, beide im Spiel auch Minuten bekommen. Kolumbias Sieg hat ja natürlich für Überraschungen so geführt. Ist da irgendeine andere Mannschaft bis jetzt, das euch auch so pleasantly surprised, so überrascht hat bis jetzt hier im Turnier? Also ich finde Australien sehr gut. Die haben sich ja jetzt auch qualifiziert. Ihr zweites Spiel war auch nicht gut, aber ich finde, die haben eine unheimlich gute Startelf vor allem. Und ich habe auch mit oben auf dem Zettel Brasilien, aber das ist, glaube ich, jetzt auch keine Überraschung. Also dass die sowohl technisch sehr versiert sind als auch körperlich sehr, sehr stark sind, haben wir jetzt schon im Testspiel vor ein paar Monaten ja, erfahren müssen. Aber ja. Ansonsten sind die Ergebnisse sehr, sehr knapp, was auch für die Weltmeisterschaft spricht und vor allem auch für den Frauenfußball, dass alle enger zusammenrücken und das Niveau ja, sich angleicht. Melanie, in Herzogenaurach wurde ja schon darüber gesprochen, wie das läuft mit einem Kind, die ganzen Abläufe und so. Jetzt hier vor Ort und nach den Praxistests quasi, wie ist es denn so? Ja, klappt alles super. Wir sind ja schon ein eingespieltes Team von London auch. Und ja, der Kleine, der bleibt hier, wenn wir jetzt auch morgen wieder verreisen, einfach, dass er weniger Reisestrapazen hat. Aber wir sind da sehr, sehr gut eingespielt. Ich ja, kann mich auf Fußball konzentrieren, kann genug schlafen und habe trotzdem genug Zeit auch für ihn. Is it possible to get something in English from Melanie? Yes, maybe. Just wondered, I just wondered if you'd been in contact with Sam Kerr during the tournament. Obviously, she hasn't played yet. It was really sad that she got injured, you know, before the first game. How is she feeling, and is she confident that she's going to make her mark on this tournament in later games? Yes, I think for sure. She said she could play yesterday, but obviously they won, so she yeah, didn't have to play. But I think she really want to have some minutes and yeah, play in this tournament because it's in her home country and maybe it's her last World Cup. You never know. So I think even with some pain, she will be on the pitch in the next game. Frage an die Chantal. Ich glaube, du bist die einzige Spielerin hier, wo die Eltern da sind. Ich weiß nicht, ist es so? Und wenn ja, wie schafft man den Spagat so, quasi mit seinen Eltern Kontakt zu halten und gleichzeitig sich auf das Turnier zu konzentrieren? Ja, also meine Eltern sind da, haben uns schon in Melbourne unterstützt, sind jetzt auch schon weitergeflogen nach Brisbane und ist natürlich eine riesige Freude für uns alle, also sowohl für meine Eltern als auch für mich. Es ist was ganz Besonderes hier, sie auch vor Ort zu haben und klar, man sieht sich dann nach dem Spiel. Teilweise haben wir dann auch die Nachmittage frei, wo man sich dann sehen kann und es ist schon was Besonderes, wenn man hier die gemeinsame Zeit auf jeden Fall auch teilt und nutzt und es tut unheimlich gut, dann auch jemand von der Familie hier zu haben und dass man sich nicht immer nur durchs Telefon sieht, sondern dass man auch wirklich hier vor Ort jemanden hat. Frank Hellmann. Melli, nochmal eine Frage, die ich auch Sarah Debritz schon gestellt habe. Du bist eine von denen, die 2013 einen EM-Titel gewonnen haben, 2016 die Olympischen Spiele. Das sind die letzten Titel der deutschen Mannschaft. Konkurrenz ist, glaube ich, nachweislich größer geworden, international nochmal das Anforderungsniveau gestiegen. Wo steht ihr deines Erachtens und ist es vielleicht so schwierig wie nie, einen Titel zu holen?
Ja, absolut. Wie gesagt, der Frauenfußball hat sich so entwickelt in den letzten Jahren und früher gab es ja gefühlt nur Deutschland. Wir haben ja einen EM-Titel nach dem anderen gewonnen und mittlerweile ist es eben nicht mehr so einfach. Und das hat einfach mit der steigenden Qualität von allen Nationen zu tun und macht das Ganze natürlich auch interessanter. Aber natürlich erhoffen wir uns auch demnächst wieder den nächsten Titel für Deutschland. Jetzt mal ganz knapp gesagt, Melli, ist das Mittelfeld so der stärkste Block im Team, um den man sich eigentlich nie Sorgen macht. Kannst du versuchen zu charakterisieren, was jeweils von euch Mittelfeldspielerinnen die Stärken sind und wie ihr individuell das deutsche Spiel verändern könnt? Ja, ich denke schon, dass wir im Mittelfeld sehr stark besetzt sind. Wir haben da sehr viele Spielerinnen auf Top-Niveau und ja, Obi habe ich ja schon angerissen, einfach mit ihrer Wucht, ihrer Zweikampfstärke. Muss vielleicht manchmal aufpassen, dass sie nicht so viele gelbe Karten bekommt. Aber hat auch gestern im letzten Spiel den Elfmeter rausgeholt. Also hat er auch einige Akzente nach vorne. Aber ansonsten ist sie eher so die Spielerin, die vor der Kette bleibt für die Absicherung. Dann haben wir Sarah, die einen Ticken offensiver denkt, auch mal ins Dribbling geht oder auf den Flügel auch aufweist. Ausweicht. genau, die ist auch mal in der Box zu sehen, kommt zum Abschluss. Wiederum etwas offensiver, Lina Magul, ist sehr spielstark, liebt es zu zocken, diese kleinen kurzen Pässe zu spielen, den finalen Pass zu spielen. Genau, und dann meine Wenigkeit sehe ich so zwischen Obi und Sarah ein bisschen, auch eher die haltende Sechserposition, aber auch ich mache gerne mal einen Ausflug nach vorne, dann muss die andere eben auch absichern. Reicht das soweit? Ist ein bisschen zurückgewandt, Chantal, aber ich würde gerne nochmal fragen, hat sich Felicitas verletzt? Du saßt im Vorfeld hier und hast gesagt, ich bin das Backup für hinten links und auf einmal ist man WM-Startspielerin. Hat das irgendwas mit dir gemacht und wenn ja, was macht das mit dir? Die Wahrscheinlichkeit jetzt gegen Südkorea da wieder zu spielen ist ja hoch von Anfang an. Ja, manchmal geht es schneller, als man denkt tatsächlich. Die Rollen waren von Anfang an klar. Es wurde so kommuniziert, ich bin der Backup für Feli und jetzt ist Feli ausgefallen und dann habe ich da auch gespielt. Es ist natürlich auch ein Riesenvertrauen von Seiten der Trainerin, dann auf mich auch zu setzen. Auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass es vielleicht nicht meine Stammposition ist, umso schöner dann da das Vertrauen zu bekommen und da den Startelf-Einsatz bekommen zu haben. Ja, Lo, eine Frage an Chantal Hage. Gestern wurde darüber gesprochen, dass die Gegentore gegen Kolumbien nach Standards gefallen sind. Wie sieht es denn bei euren eigenen Standardsituationen aus? Du hast einige getreten gegen Kolumbien. Bist du da die erste Schützin, die eingeteilt ist? Und was kann man da auch noch verbessern, um noch gefährlicher zu werden? Ja, wir werden sicher auch nochmal auf unsere genauen Positionierungen schauen. Und dann ist klar, dass der Ball halt eben auch dahin kommen muss. Dann nehmen wir uns natürlich alle in die Verantwortung und dann eben auch die Schützinnen, die dann die Freistöße oder Ecken treten, dass man da eine entsprechende Qualität auch reinbringt. Feli tritt sonst auch die Freistöße und Ecken und jetzt habe ich sie da ersetzt. Chantal nochmal gefragt, Linksverteidigerin spielt man ja nicht einfach so, gehört ja eigentlich auch eine umfassende Ausbildung dazu. Kannst du mal sagen, hast du es in der Jugend schon mal irgendwie gespielt oder kriegt man dann hier so einen Crashkurs nochmal mit Zehen gezeigt, dann und dann einrücken, so quasi eine Art Nachhilfeunterricht oder wie ist das gelaufen? Also wie wird man WM-fit für diese wichtige Position? Ja, dass ich die Position links hinten einnehme, das hat sich ja dann auch schon in der Vorbereitung in Herzog gezeigt. Dementsprechend hatten wir da auch ein bisschen Zeit, auch in den Vorbereitungsspielen drauf einzugehen. Und klar schaut man sich dann auch Szenen an oder Spiele nochmal genauer, dass man da einfach in die Abläufe reinkommt. Aber ich meine, unsere Prinzipien und unsere taktischen Vorgaben kennt jede Spielerin auch für jede Position und dementsprechend kann man sich da auch schnell hineinversetzen. Und dann versuche ich da einfach mit allem, was es geht, meine Stärken einzubringen, damit ich die Position bestmöglich erfüllen kann. Dann ganz herzlichen Dank an Melanie Leupolz und Chantal Hagel und auch an euch alle, Sie alle. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao.